Der Schwub hat immer verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Man besuchte sich gegenseitig oder traf sich wo. Meine Brüder zum Beispiel haben auch Zither gespielt und so. Die haben dann schnell so eine kleine Gruppe gebildet und haben gespielt. Und dann hat man auch schnell irgendwie ein bisschen getanzt und so. Und einfach, um zu überbrücken eigentlich, ein bisschen die Traurigkeit, wie es am Anfang ausgeschaut hat. Und das kann ich mir erinnern, war mir auch so schön, wenn ein bisschen Musik gespielt hat. Und dann ist auch schon ein bisschen gesungen, auch mit der Musik und so. Ja, ich weiß halt, wir haben gesungen, Waldeslust. Und du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn. Und lustig ist, dass die Zigeuner leben und so. Lieder haben wir schon auch gesungen, ja. Dabei wurden Neuigkeiten ausgetauscht. Der Dorfklatsch kam auf seine Rechnung. Und selbstverständlich sang man die allbekannten Lieder. Eigentlich, das kann ich mich erinnern, am Palmsonntag haben sie die echte Palme gehabt. Und mit denen ist man in die Kirche gegangen. Und da haben wir halt auch dann, hat es schnell so ähnliches, nicht wie in Österreich, aber so ähnliche Palmenzweige oder was haben wir sich dann doch geschaut. Und hierbei ganz besonders, dann hat es schon eine Musik gegeben und dann sind wir ein bisschen mit der Musik so einmarschiert und so, die Tanzgruppe. Und dann ist hierbei und allerhand ist dann noch dazugekommen, Feste später. Aber es hat halt so angefangen, im Kleinen natürlich. Aber immer schön war auch das Wirtshaus Schneider, das erste Wirtshaus. Dann war auch schon oben viel Tanz. Und dann sind wir mit unseren Eltern gegangen. Ich meine, das war ganz bestimmt was Gutes, dass sie ein bisschen in den Alltag, in die Sorge vergessen haben. Ein bisschen Musik und ein bisschen mit gesungen und so halt. Der Schwub braucht seine Lieder, wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir Kirchweih feiern, gemeinsam den Maibaum stellen, wenn wir im fröhlichen Kreise sitzen oder auf das Gerstenfest gehen. Ah, wir gehören zusammen. Wir singen die gleichen Lieder, wir haben die gleichen Gebrauche. Und dass wir miteinander sein können, dass wir miteinander fröhlich sein können. Vom Anfang an, wie wir halt anfangen zu singen und Chor und alles, wie das zum Aufbau gekommen ist, dann immer denkt man zurück, ah, das haben wir doch schon in unserer Jugend, da waren wir, weiß nicht wie alt, haben wir die Lieder gesungen. Sogar heute noch, ne, denkt man, oh, die haben wir doch vor 50 Jahren, stell dir vor, oder so wie, gesungen und waren glücklich dabei bei dem Singen. Und wenn der Text manchmal so richtig bedenkst, ist das so eine Wahrheit, so was Echtes.